Guten Tag, Freunde des bugfreien Spiels und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars. Ja, beim letzten Mal, wie der Titel schon ankündigt, haben wir einen Bug gefunden. Und zwar, ich hoffe, also ich glaube nicht, dass er jetzt... Also er wird wahrscheinlich jetzt noch da sein. Genau, man wird immer wieder zurückgeworfen. Ich meine, ich habe die Lösung dafür gefunden. Und zwar muss man einen Jedi nehmen. Ich habe beim letzten Mal Qui-Gon Jinn dafür genommen. Jetzt nehme ich mal Obi-Wan. Und man muss das Laserschwert zücken und dann, wenn man gerade durchgeht, den hier machen. Diesen Sprung nach vorne. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Und das, da muss man auch Glück haben für. Vielleicht geht es auch nur mit Qui-Gon Jinn, ich weiß es nicht. Es ist vielmehr eine Glückssache, dass man hier durchkommt. Ja, ihr seht schon, ich mache immer... Ich mache immer diesen Sprung. Nur manchmal will er nicht so ganz. Also bei meinem Test hat es geklappt. Nee. Ich kann es ja auch nur so wiederholen, wie ich es im Test gemacht habe. Das Doofe ist, man sieht ja auch das Laserschwert, wie es da schwingt. Ja, okay. Jetzt habe ich es so geschafft, dass ich... Hier stand ja Anakin ungefähr. Dass ich dann einfach sofort gespammt habe, dass ich den nächsten... Also, dass ich es durchswitchen möchte. So hat es dann eben auch geklappt. Ach, herrlicher Bug, herrlicher Bug. Das Schlimme ist... Also, ich habe jetzt hier extrem viele Stats, ne? Ich weiß, dass das hier der letzte Raum ist. Und ich war hier auch schon drin. Habe hier alles geklärt und dann habe ich mir... Ich weiß nicht, ob ich mir da was verbaut habe. Auf jeden Fall bin ich nicht weitergekommen. Das heißt, ich habe jetzt den ganzen Level nochmal neu gestartet und nochmal neu gespielt, alles nochmal gesammelt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr weiterkomme, ja, dann muss ich cheaten oder so. Also ich werde das auf jeden Fall nicht nochmal alles machen. Weil ich ja jetzt auch wirklich gleich die 100% habe. Na, warte. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal die Piloten befreien. Das ist eine annehmbare Sache, kann man ja schnell mal machen. So. Ist auch die letzte Aufgabe, die wir erledigen müssen. Das, ich muss wirklich sagen, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Aber dieser Level, oder dieses Level, ich weiß nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagt, ist ja ein englischer Begriff, von daher eigentlich das Level. Das Level ist einfach zu lang. Und vor allem zu nervig. Schwer ist es nicht, keine Frage. Ich bin jetzt auch das zweite Mal hier, oder das, ich glaube das vierte Mal hier schon durchgelaufen, ohne annehmbaren Schaden zu nehmen. Aber doch, so insgesamt nervt es doch. So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist der Question. Ah, hier ist noch so ein Typ. Okay. Ist hier oben links noch einer? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. I don't know it from the head. Aber scheint nicht so. Auf jeden Fall kommen wir dann nicht mit Blastern hoch und mit Laserschwertern auch nicht. Und R2-D2 wird uns ja wohl auch nicht keine große Hilfe dabei sein. Können wir mal kurz was aufbauen hier. Um da ranzukommen an den blauen Stud. Zack. Und wir haben die 100%. Perfekt. Das heißt, an sich müsste ich mich jetzt überhaupt nicht mehr darum kümmern, hier noch alles kaputt zu machen. Oder aufzusammeln. Denn, ja, an sich bin ich ja ready. Ready to go. Oh, Freunde. Hallo. Oh, du Ilka auch noch. Lass immer die Herzen schön aufsammeln. Perfekt, Schild ist weg. Zack, sehr gut. Alter, das ist immer so, ich kriege immer so einen Herzkoller, wenn ich getroffen werde. Bam. Schieß, zack. Dieses Abwehren ist eigentlich das Sicherste, was man machen kann. Da braucht man natürlich eine gewisse, einen gewissen guten Reflex, den ich natürlich besitze. Natürlich. Nee, aber vor allem ist er natürlich auch dementsprechend gefährlich, weil man ja auf die, auf den Angriff des Gegners reagieren muss. Also mal... Gefährlich, ja. Da oben sind, glaube ich, schon die letzten beiden, ne? Ja. Hallo? Der wollte nicht schlagen. So, genau, jetzt müssen wir zu R2. Aber mit R2 dahin. Und ich muss sagen, da habe ich Probleme. Da weiß ich nicht so ganz, wie ich da hinkommen soll. Da müssen wir nochmal schauen. Also mit R2 müssen wir also hier hin. Warte, ich...
will jetzt erstmal noch hier mit Kampfkraft lang gehen, weil ich noch nicht weiß, ob hier alle schon erledigt sind. Also das letzte Mal habe ich hier irgendwie, glaube ich, mir was verbaut. Bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich mir was verbaut habe. Nee, habe ich gar nicht. Ich komme hier gar nicht hoch mit Blastern. Ich habe nämlich beim letzten Mal hier alle Kisten einfach zerstört, ne? Einfach so, weil ich es konnte. Und dann hatte ich mir halt die Überlegung gemacht, ob ich vielleicht hier hochspringen hätte müssen. Aber das geht dann wahrscheinlich nur im freien Spiel. Okay, ist halt die Frage. The question is, wie kommen wir da jetzt hin? Ich meine, das ist ja keine Rampe oder sowas. Oder müssen wir da einfach... Nee, so geht es auf jeden Fall nicht. Mit so einem Hochglitschen können wir uns da nicht hochgängen. Ich habe auch schon versucht, hier alles kaputt zu machen. Bringt aber irgendwie nichts. Okay, jetzt. Okay, das ist ein Progress hier. Langsam verstehe ich. Ich lasse mich nicht mehr so. Wow. Was ist das jetzt? Nein! Boah! Das ist ein schönes Schneidfiasko hier. Was ist das für ein Sprung? Zum Nachteil kommen. Alter! Ich kann nachfragen, wenn es weitergeht. So. Hier hoch. Oh, Alter. Meine Güte, das springt einfach nicht richtig. Du hättest ja so schnell. Ja, so. Sicher? So? Okay. Ist das ein Programm? Nee, wa? Dann kommt doch hier rein. Das braucht keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Und wir hier hoch, irgendwie. Alter, schnell, sag mal hoch. Ich weiß nicht. Es ist frustrierend. Schlicht frustrierend. Es ist doch nicht ganz simpel. Ich bin nicht hier. Aber ich hier hoch, springen kann ich auch nichts. Guck mal, so, was müssen wir hier in der Ende springen? Was ist denn hier? Muss ich hier hoch, schreit gerne auf, aber wie? Wie soll ich da hochkommen? Geh uns drauf. Keine Ahnung, versteh's nicht. Das ist falsch hier. Das kann gar nicht sein. Nee. Hm. So. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ich glaube. Warum ist hier auch so Ja.
Eigentlich ist das ein Spiel. Normalerweise. Das ist die Frage. Was soll man jetzt hier bringen? Ich bin zu auf den Schalter. Wenn ich in die Richtung springe, ist es voll, aber es sind ja erst so effektiv. Wie soll ich da hochkommen? So, ich kann nicht. So. Du musst komplett sagen. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich brauche keinen Plan. Also, ich habe es jetzt nachgeguckt. Man soll hier irgendwie hochkommen. Man soll sich hochglitschen hier. Oder habe ich auf jeden Fall so gesehen, dass man sich hier so hochglitscht. Tja. Ich habe nur ein Video gesehen und da ist er halt hier hin, ist er hier so hingefahren und dann flupp war er oben. Was zum... Was ist das denn für ein Spiel? Ich meine, die können da einfach eine Rampe hinlegen. Das ist doch nicht so schwer. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch bescheuert. So, fertig. Ciao. Yay. Super. Tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen angepisst. Ich habe bestimmt eine Stunde in diesem Level gesessen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen den Part jetzt hier mal. Wir beenden den Part jetzt mal hier und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lego Star Wars Zero Death Challenge. Yay. Ciao.